Bayerischen Rundfunk, verehrte Zuschauer, sehen Sie nun den deutschen Spielfilm Martha Jelinek, den Kai Wessel 1988 drehte. In der Rolle der Martha Jelinek sehen Sie Heidemarie Hartheier. Ja, Chico. Oh, wo bist du denn? Oh, ja, mein Schatz. Ja. Jesus Maria. Schau, Chico, die Sonne scheint. Na, komm mal her. Willst du nicht die Sonne sehen? Komm mal. Du willst fressen, was? Na gut, mach ich dir ein bisschen was. Naja, das geht jetzt noch nicht. Nachher hebe ich dein Schicksal rauf. Jetzt geht das noch nicht. Man muss vom Teller fressen. Also, was essen wir denn heute? Mittwoch. Ja, hier, heute ist Mittwoch. Also, weiße Bohnensuppe mit Rauchspeck und zwei Debreziner. Ja. Nachtisch, Aprikosengrütze mit Vanillesauce. Das ist gut, das habe ich schon mal gehabt. Das bringt der Thomas dann um eins. Na ja, warten wir noch ein bisschen. Ah.
Thomas. Grüß dich, Thomas. Hallo, Frau Jelnek. Bin ein bisschen spät, was? Oh, ist nicht mehr heiß. Das muss noch kurz in den Ofen. Magst du einen Kaffee? Oh ja, Kaffee, das kommt gut jetzt. Oh, bin noch gar nicht richtig wach. Hab verschlafen heute. Ui je. Sülzt mich gleich an, der Chef, heute früh. Na. Wegen einer Viertelstunde. Nicht zu fassen. Na komm. Sag ich, ey Chef, ich hab eine neue Freundin. Wissen Sie, was der sagt? Na und, sagt er, na und? Na, hast du eine neue Freundin? Ja. Eine ganz süße. Also in die bin ich richtig verliebt. Die könnte ich stundenlang angucken. Immer nur angucken. Können Sie sich sowas vorstellen? Mhm. Der arbeitet in einer Apotheke. Naja, die war heute auch zu spät. Weil du sie zu lang angeguckt hast. Oh. Hätte ich beinahe vergessen. Der neue Wochenplan. Warum essen Sie Heimmenü? Die hätten mal Sie fotografieren sollen. Sie sind viel hübscher. Och, Thomas. Doch wirklich, ich hab da einen Blick für. Der hier. Ach übrigens, das ist der Laub. Der letzte in meiner Runde. Danach ist Feierabend und ab in die Falle. Wer ist das? Franz Laub. Der meckert jeden Tag über das Essen, jeden Tag. Naja, ich würde das Zeug auch nicht essen. Bei Ihnen ist ja anders. Sie können nicht mehr raus, aber er kann noch, der ja. Der hat sich's doch ausgesucht, oder? Dass der gerade Franz Laub heißt. Wieso? Ist doch ein ganz normaler Name. Na schon, aber genauso hat mein Bruder geheißen, der wo im Krieg gefallen ist. Franz Laub. Dann waren Sie mal verheiratet. Ach, weil ich Jelnek heiße. Nein, nein, mein Vater ist gestorben, meine Mutter hat wieder geheiratet, den Laub. Und dann ist er auch wieder gestorben, aber da war der Franz schon geboren. Ach so, ein Halbbruder. Für mich war er mehr ein richtiger Bruder. Wir hatten ja nur noch uns, der Franz und ich. Oh, verdammt, ich muss los. Tschüss, Frau Jelnek. Tschüss. Bis morgen. Und danke für den Kaffee. Dass der wieder Franz heißt. Frau Jelnek, ich wollte fragen, ob ich das Geld für diese Woche heute schon haben kann. Ich muss eine neue Platte kaufen. Ja, kannst du haben. Chico, komm. Chico, komm her. Du musst aber schon viele Schallplatten haben. Ist doch mein Geschäft. Ich ziehe Kassetten davon und die verkaufe ich. Ich nehme Chico mit in den Plattenladen, das findet er bestimmt gut. Tu das, mein Junge. Ich weiß doch, dass du gut aufpasst. Danke. Tschüss, Frau Jelnek. Tschüss, mein Lieber. Vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe, in harten Adern, wie ein Erz allein. Und bin so tief, dass ich kein Ende sehe und keine Ferne. Alles wurde Nähe und alle Nähe wurde Stein.
Na, und dann? Ist schon so schlimm mit uns? Ich hab keine Ferne mehr. Du schon. Du hast ja heute schon eine Schallplatte gekauft. Mit dem Hayati. No, das ist ein feiner Junge. Und keine Ferne. Alles wurde Nähe. Und alle Nähe wurde Stein. Das stimmt doch nicht. Nein, das stimmt nicht. Also, geh mal ins Bett. Schummerstunde ist vorbei. Sieht aber schick aus, ne? Habe ich mir gestern geholt. Na, das wird immer besser. Neue Schuhe drücken. Naja, sagen Sie mal, Oma Jelinek, was zahlen Sie eigentlich hier Miete? Das würde mich mal interessieren. Meine Wohnung ist doch genauso groß. Ich glaube, die knöpfen mir mehr ab. Theoretisch müsste sie doch genau das gleiche kosten, oder? Na, ich zahle 263 Mark jeden Monat. Klar, jeden Monat. Siehste, da blech ich doch glatt. Warte mal. Fast 80 Mark mehr. Jesus. Und wissen Sie warum? Nein, weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Weil der Vermieter ein Halsabschneider ist, darum. Na, der kann was erleben. Mein Freund ist nämlich Anwalt. Der soll sich mal darum kümmern. Haben Sie den eigentlich mal kennengelernt? Wen? Den Vermieter. Oh ja, sicher. Vor 5 Jahren, da ist im Parterre eine Wohnung leer geworden. Die hätte ich gern gehabt. Da habe ich schon so arg die Arthrose gehabt und bin sehr schlecht gegangen. Er hat sie mir nicht gegeben, ich weiß nicht warum. Wenn ich da jetzt wohnen könnte, dann könnte ich vielleicht manchmal auf die Straße. Na ja, sind doch nur 3 Stufen. Die könnte ich doch schaffen. Ich muss ein Idiot sein. Ich flitze jetzt zum Einkaufen. Soll ich was mitbringen? Oh ja, ich habe alles aufgeschrieben. Und Tabletten bräuchte ich auch wieder. Ich bringe Ihnen das Rezept. Was? Zur Apotheke? Oh, nee, das geht heute nicht. Mit den Schuhen, da bin ich doch invalide, wenn ich nach Hause komme. Das geht leider nicht. Na ja, dann nicht. Ist ja nicht so dringend. Ich kann das Rezept ja mitnehmen. Bringe ich Ihnen in den nächsten Tagen vorbei. Tschüss, Freunde. Vielen Dank, danke schön. Nur noch 2. Naja. Pichelsteiner Gemüsetopf mit Schweinefleisch und Schinkenwurst. Zum Dessert Himbeergrütze mit Vanillesoße. Die Soße müssen die Zentnerweise haben, die gibt's immer. Na, lass mal, mein Junge, das schmeckt recht ordentlich. Natürlich nicht, wie wenn man selber gekocht hat. Aber das kann man nicht verlangen. Warum schleppst du immer die Kiste mit drauf? Ja, ihr Essen soll doch schön warm bleiben. Es ist ja nur noch ihrs und das von dem Laub drin. Ach, der Laub. Der hat heute Geburtstag. Muss der mir natürlich gestern noch unter die Nase reiben. Junger Mann, jetzt machen Sie mir morgen eine kleine Geburtstagsfreude und seien Sie mal ausnahmsweise wirklich pünktlich. Bei dem geht's um Minuten. Dabei hat er den ganzen Tag Zeit. Außer wenn er Darmbesuche macht. Das merkt man sofort. Da ist er ganz aufgeregt. Das kann er nicht für sich behalten. Damenbesuch? Ja, wo er die Damen kennenlernt, keine Ahnung. Eine Feste hat er jedenfalls nicht. Nee. Würde mich auch wundern. Ich glaube, eine wirkliche Freundschaft kann er nicht haben. Ich kenne ihn auch zu wenig, aber ich glaube, der ist ganz schön einsam. Weißt du was? Ich habe noch eine schöne rote Schleife im Schrank. Die machen wir um sein Essen rum.
Da freut er sich an seinem Geburtstag. Ach, Frau Jelinek. Komm auf. Da hat der doch keinen Sinn für. Junger Mann, was soll denn der Förderkranz haben? Jede Wette. Gut, wetten wir. Um was? Schachtelkekse? Abgemacht. So. Aber ohne Kokoskrümel. Ja, und jetzt zu den Finger drauf. Komm. So. Kokoskrümel kann ich nämlich nicht ausstehen. Ja. So. Ja, no. Hm? Sieht doch schön aus. Schön? Super sieht's aus. Heute ist der 10. März. Heute hat der Franz Geburtstag. Da wäre er 68. Hm? Dieser Mensch, der Franz Laub heißt wie mein Bruder, der hat auch heute Geburtstag. Das ist aber ein Zufall. Na, aber so würde der Franz nicht aussehen, wie der da. Das ist nun, was noch ist. Von einem, der heute 68 geworden wäre. Das ist aus dem 1000-Gramm-Paket. Habe ich ihm zu Weihnachten gebastelt. Martitschku, mein Liebes. So hat er mich immer genannt. Habe ich auch niemandem erzählt. Was man alles über den Bruder denkt, der früh gestorben ist. Im Krieg gefallen. In stolzer Trauer. Wie geht's daheim? Ich bin gar nicht mehr an der Ostfront, wie du sehen kannst. Bin zur SS versetzt worden. Du weißt, was das bedeutet. Ich weiß nicht, warum ich ausgewählt worden bin. Nach wie vor ist der Franz gesund und freut sich auf den Urlaub. Wir sind in Frankreich mittlerweile, da ist es wärmer und es wird auch nicht so hart gekämpft. Unser Hauptscharführer Dickmar hat Ähnlichkeit mit Onkel Paul. Sie nennen ihn das Herz, weil er so ein Feiermahl wie ein Herz unter dem Ohr trägt. Hoffentlich bist du gesund und wohlauf und nächstes Mal schicke ich dir Fotos. Es grüßt dich, dein Franz. Ja, Onkel Paul hat den Franz einmal fürchterlich verprügelt und hat ihn auf sein Ross gesetzt. Nun, da war er so sechs, der Franz. Das hat ihn natürlich gleich abgeworfen und hat ihm sehr wehgetan, den Franz. Und da hat er geweint und hat ihn der Onkel Paul geprügelt, weil er geheult hat. Das tut ein deutscher Junge nicht. Seit dem Tag hat der Franz ihn gehasst, seit dem Tag. Naja. Wenigstens hat er noch Frankreich gesehen.
Und? Wo sind meine Kekse? Oh, hab ich noch nicht besorgen können. Das tut mir leid. Ich hab die Wette verloren. Nein, hat er sich gefreut. Der Lau? Ja. Naja, so richtig freuen kann er sich ja nicht, ne? Junger Mann, das ist eine aufmerksame Geste von Ihrer Firma. Woher wissen die denn mein Geburtsdatum? Hey, das hab ich gemacht, Herr Lau. Ich zusammen mit meiner Freundin. Oh. Da war der vielleicht platt. Hätte er mir gar nicht zugetraut. Naja, war ja auch nicht meine Idee. Ich komme ja nicht auf sowas. 68 ist er geworden. Nicht schlecht, was? 68, sagst du? Aha. Hier. Leibliche Genüsse für Samstag und Sonntag. Aber nicht wieder vergessen aufzutauen, ja? Kostet zu viel Strom. Ich pack's ins Kühlfach, ja? Hey, Frau Jelinek, aufwachen. Hier, Ihr Essen wird kalt. Oh, bin schon wieder zu spät. Soll ich den Müll mitnehmen? Ja, bitte. Am Sonntag kommt ein guter Film im Dritten. Ach, Sie haben ja keinen Fernseher. Ja, tschüss, ne? Schönes Wochenende. Achtundsechzig Jahre. Der Franz ist wirklich so alt. Geboren am 10. März 1920, da war ich 4. Ich bin 4 Jahre älter als der Franz. Ah, na, da seid ihr ja. Hallo, Frau Jelinek. Was schön? Ja. Möchtest du Kekse? Nein, ich esse keine Kekse. Du isst keine Kekse? Nein, nein, essen Sie lieber alleine. Übrigens, Ihrem Hund geht's heute nicht gut. Er hat Durchfall und er kann nicht laufen. Was denn? Der Durchfall? Na, den komm ich aber gleich. Tschüss, bis morgen. Jesus, das Hunderl ist krank. Nun, Chico. Na, Hunter, jetzt kriegst du Zwieback. Mit Kamillentee. So. Noch Frischchen, Hunter. Hm? Jo, braves Hunter. Zum Ärmelkanal zu werden. Zwei Schiffsschritte westlich der bretonischen Hafenstadt West liegt die Insel. Umgeben von einem Labyrinth von Untiefen, das den auftreffenden Golfstrom zur Teilung zwingt. Gepaart mit jederzeit lauerndem Nebel und gefährlichen Strömungen schaffen sie ein nicht berechenbares Revier, dessen Gründe. Bodo, Friedrich, Gabriel. Sehr verehrtes, liebes Fräulein Jelinek, schweren Herzens komme ich der traurigen Pflicht nach, Sie als einzige Hinterbliebene des gefreiten Franz Laub von dessen Tode zu unterrichten. Er fiel am 25. Juli bei Saint-Lô im tapferen Kampf um die Normandie. Durch die Umstände der harten Kämpfe ist es leider nicht möglich, Ihren lieben Verwandten in deutscher Muttererde zu bestatten. Unleserliche Unterschrift. Nach Grintal haben sie mir den geschickt. Nur den Brief, sonst nix. Im August 44. Kurze Zeit darauf bin ich geflüchtet. Die Strümpfe von Franz habe ich immer mitgeschleppt.
Das ist sein Freund. Weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber er hat es mir geschrieben. Und das muss der Hauptmann sein, der mit dem Fleck im Gesicht. Ja, steht er schon da wie ein Hauptmann. Endlich sieht er dem Onkel Paul schon. Dieses kalte, strenge. Na, Unter? Was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut? Bring ich dir ein bisschen Wasser. Da ist er, der andere Franz. Das ist eine Geschichte. Wenn sie sich geirrt haben, wenn der Franz doch noch lebt. Naja, ist 40 Jahre her. Ich habe den Franz nur als Junge gekannt. Noch aber diese Nase. Und die Narbe unterm Ohr, ob das auch aus dem Krieg ist? Hat man doch gesucht, der Franz. Naja, ich war ja nicht zu Hause. Aber da hätte er ja nicht hingekommen, da waren schon die Russen. Aber das Rote Kreuz hat ja gesucht. Jahrelang haben die noch gesucht. Nach Eltern und Verwandten und so. Ich war doch gemeldet. Überall, wo ich gewohnt habe, war ich gemeldet. Ja. Der Franz hat mich gefunden. Der Franz ist gefallen. Ah. Hallo, Oma Jelinek. Hier sind die Pillen. Oh, danke schön. Ja, auf Hanne Schmitz ist Verlass. Das ist meine Freundin Moni. Tag. Dürfen wir mal einen kleinen Moment reinkommen? Aber bitte. Komm hin. Siehst du, Moni? Das ist genau wie meine Bude. Vom Schnitt her. Schön haben Sie es hier, Frau Jelinek. Ja, das ist eine schöne Wohnung, ne? Aber sagen Sie mal, ist das nicht furchtbar, wenn man gar nicht mehr raus kann? Naja, geht nun mal nicht anders. Wie wär's denn mit einem Pflegeheim? Na, da ist man doch prima versorgt. Man hat jede Menge Gesellschaft. Also mir wäre das hier zu einsam. Aber da kann ich doch das Unterlicht mitnehmen. Nein, nein, wir haben es hier sehr schön. Mensch, Hanne, guck doch mal. Das ist ja süß. Nein, wie hübsch. Das ist aus meiner Heimat. Auf der Flucht habe ich sie mal verkaufen wollen. Aber da hat es ja keiner haben wollen. Zu der Zeit. Also ich hätte sofort genommen. Hanne Schatz, wollen wir los? Ja, wir zwitschern ab. Wir gehen noch ein bisschen bummeln und dann ins Kino. Ach, ins Kino. Tschüss, Frau Jelinek. Ja. Wiedersehen. Tschüss, Oma Jelinek. Ich gucke in den nächsten Tagen wieder vorbei, ne? Schönes Wochenende noch. Tschüss.
Pflegeheim. Und was ist mit dir? Wir bleiben beisammen und wir bleiben hier. Ah, jetzt habe ich wieder das Essen vergessen. Kann ich mir nicht merken, dass man das erst auftauen muss. Der Thomas hat recht, kostet alles Strom. Oh, esse ich's heute Abend. Ist auch schön abends was Warmes. Das ist der letzte Brief von Franz. Den hat der Sohn von Schuster mitgebracht, der hat Heimaturlaub gehabt. Kurz darauf ist der Franz gefallen. Martitschko, Liebes, ich weiß, wie gern auch du einmal nach Frankreich gefahren wärst. Vielleicht geht es später einmal. Lang kann der Krieg ja nicht mehr dauern. Es ist dies aber auch kein schönes Land zurzeit. Ich bin recht niedergeschlagen und sollte nicht so zimperlich sein. Aber wenn du es direkt mit ansiehst, wie ein Kind erschossen wird, weil es durch eine Meilenbegrenzung läuft, das ist schlimm. Dass einer genau das nicht hat, was sein Name sagt. Hier gibt es viele herzlose Menschen. Bestimmt konnte das kleine Kind noch nicht einmal lesen. Sowas geschieht sicher alle Tage, aber ich kann es nicht mit ansehen. Ich möchte heim, aber das darfst du niemandem erzählen, dein Franz. Ach, da hätte man schon trösten mögen. Oh, Chico. Ja, gleich kommt der Herr Jatti. Frische Luft wird dir gut tun. Hayati, genau. Der soll mir sagen, ob er ihm ähnlich sieht. Kinder sehen manchmal solche Sachen. Wie meine Oma in der Türkei. Sie hebt auch Bilder auf. Und wenn wir sie Bilder schicken, dann freut sie sich. Jetzt sieh mal. Das hier, das ist mein Bruder Franz als Soldat. Und jetzt schau mal. Meinst du, dass der dem ähnlich sieht? Willst du Lupe? Es geht auch so. Er sieht dem nicht ähnlich. Er sieht dem ähnlich. Das ist der Hauptmann. Dem sieht er ähnlich. Nur dem Fleck unterm Ohr. Den hat er nicht. Das ist ein Feiermahl. Ich muss mich noch kämmen. Dieser Junge. Tschüss, Frau Jelnik. Komm, Chico, wir haben noch eine Verabredung. Der Junge hat recht. Der sieht dem Hauptmann ähnlich. Was hat denn das zu bedeuten? Wie hat der geheißen? Der hat nicht Franz Laub geheißen. Dickmann hat der geheißen. Das hat der Franz geschrieben. Wenn einer genau nicht hat, was sein Name sagt. Und der war's. Das Herz. Wieso habe ich das nie verstanden?
Der Hauptmann hat ein französisches Kind erschossen, was nicht einmal gewusst hat, dass es etwas Verbotenes getan hat. Und der Franz hat es mit angesehen. Chico, das hilft doch nichts. Grübeln und denken, überlegen, das hilft doch nicht weiter. Wenn dieser Dickmann der Hauptmann ist, der das Kind erschossen hat und der Franz hat es gesehen. Und jetzt nennt er sich wieder Franz, das stimmt doch was nicht. Mir haben sie ja geschrieben, wie er gefallen ist. Nennt sich Franz. Feiert Geburtstag am selben Tag, wo der Franz geboren ist. Wir schicken ihm noch die schöne rote Schleife. No. Der soll sich wundern. Wir brauchen jetzt einen klugen Plan. Er darf nicht wissen, dass ich die Schwester bin. Wir müssen sehr schlau sein, wir beide. Lieber Herr Laub, meine Nachbarin brachte mir vor einigen Tagen die Werbebroschüre eines Menüdienstes. Und darin fand ich ihr Foto, das mir einen sehr sympathischen Eindruck vermittelte. Ich habe nur wenige Bekannte, da ich leicht gehbehindert. Das ist nicht gut. Das streichen wir aus, dann schreibe ich das eben noch. Und würde mich daher freuen, wenn Sie mich einmal zum Kaffee besuchen würden. Ich bin 72 Jahre, 66. Keine Frau sagt Ihr wahres Alter. Alt und lebe allein. Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie möchten. Ich verbleibe freundlichst Ihre Charlotte Hammerling. Das ist ein schöner Name. Mal einmal sehen, ob das stimmt. Mit den Damen besuchen. Ist da Heimmenü? Ja. Hier, Frau Helnick. Ja. Ich möchte die Adresse von einem Abonnenten. Franz Laub. Na? Was glaubt denn der? Oh, danke schön. War das widerlich, Frau Jelnik. Erst musste man natürlich doch warten. Und das hat gestunken in diesem Wartezimmer. Das spottet jeder Beschreibung. Die machen vielleicht ein Getue mit ihren Viechern. Sagenhaft. Wie alt ist denn Ira? Ja, das ist ein kleines Mädchen. Allerfeinste Zucht. Oh Gott, wie niedlich. Ja, aber sie hat's am Unterleib. Bei meinem sind's die Nerven. Er ist einfach zu sensibel. Und so weiter und so weiter. Na, also ich dann rein zum Doktor, ne? Und was macht der Hund? Scheißt ihm doch gleich auf den Behandlungstisch? Das war mir vielleicht peinlich, kann ich Ihnen sagen. Ein ziemlich attraktiver Typ, dieser Doktor. Aber verheiratet. Der bringt sicher ganz gut Kohle nach Hause. Was hat er denn über Chico gesagt? Ja, also, richtig krank ist er nicht. Vielmehr eigentlich doch. Er ist ja schon sehr alt, ne? Ja. Also, Oma Jelnek, ich muss Ihnen jetzt was Trauriges sagen. Der Hund da, der stirbt. Ein paar Wochen hat er vielleicht noch, sagt der Doktor, aber er wird leiden müssen. Er meinte, man soll ihn einschläfern lassen.
erzähle Ihnen das jetzt ganz offen. Ist doch besser, ne? Ich kann das doch nicht entscheiden. Das würde ich nie machen. Da mische ich mich nicht ein. Was ist das denn? Das ist eine wasserdichte Brieftasche. Das war ein Geschenk von der Wilhelmine Osterode für meinen Bruder im Feld. Hat sie aus einem Fahrradschlauch gebastelt. Wieso denn das? Sie war doch seine Braut nicht lang. Im dritten Kriegsjahr hat sie einen anderen geheiratet. Nee, ich meine, wieso hat die das aus dem Fahrradschlauch gemacht? Ich meine, ist doch eine ziemlich verrückte Idee, oder? Das war eine offizielle Geschenksempfehlung. Damit die Papiere nicht nass werden oder Fotos oder so. Na, die Osterode hat gleich ihr Foto hineingesteckt. Ist noch drin, glaube ich. Ey, das wäre doch was zum Surfen. Na, dann nimmst du mit. Sehe ich so aus, als würde ich surfen? Mensch, Frau Jelinek. Was ist denn los? Ich bin so verzweifelt. Das Hunderl ist so krank. Der muss sterben. Er leidet und ich kann nichts für ihn tun. Dann muss er zum Tierarzt. Aber er war ja halt beim Tierarzt. Hanne Schmitz hat ihn hingebracht. Der Doktor sagt, er kann nichts machen. Er ist einfach zu alt. Aber es kann noch ein paar Wochen dauern. Und siehst du, Thomas, das tut mir so weh, dass er so leiden muss. Das hat er doch nicht verdient. Wenn ich ihm nur was eingeben könnte, dass er schnell sterben kann. Der Doktor wollte ihn ja einschläfern, aber die Hanne Schmitz wollte nicht. Und jetzt mag ich sie nicht noch einmal hinschicken. Außerdem will ich ihm selber etwas geben. Bleib bei meinem Hunderl. Bis zum Ende. Da muss man sich was überlegen. Ich könnte mit meiner Freundin reden. Die ist doch in der Apotheke. Ach, würdest du das tun? Na klar, kein Problem. Ich weiß nicht, was sie sagen wird. Ich meine, ob sie was da hat, etwas. Es muss zum Spritzen sein. Er frisst doch nicht mehr. Mit Spritze. Ich kann nichts versprechen, Frau Jelinek. Das mit dem Pflegeheim. Das sollten Sie sich überlegen, Oma Jelinek. Jetzt, wo es mit dem Hund zu Ende geht. Naja, ist ja Ihre Entscheidung. Übrigens, das Schränkchen, in das ist die Monika ganz verliebt. Wollen Sie es ihr nicht verkaufen? Nicht so hastig, Oma Jelinek, ich geh schon ran. Nein! Ich gehe. Aufgelegt. Der hat aufgelegt. Siehst du, sie waren eben zu langsam. Das mit dem Schränkchen, das überlegen Sie sich, hm? Ah, Herr Laub, guten Tag. Ja, so ein Zufall.
Meine Nachbarin hat mir den Prospekt gegeben, aber das habe ich Ihnen ja geschrieben, nicht wahr? Nur dort habe ich angerufen, bei der Menüfirma, und nach Ihrer Adresse gefragt. Das wäre doch wunderbar. Ich meine, das wäre doch sehr nett, wenn wir uns mal sehen könnten. Nein, nein, das geht leider nicht, da habe ich keine Zeit, nein. Aber am Dienstag, da wird es mir passen. Wunderbar. 4 Uhr? Ja. Trinken Sie Tee oder Kaffee? Gut. Also, Wiedersehen. Am Dienstag. Jetzt weiß ich's ganz genau. Das ist nicht der Franz. Was will ich denn von diesem Mann? Will gar nicht wissen, wer das ist, dieser Mann. Will ihn nicht in meiner Wohnung. Jetzt, wo der Hund stirbt. Das ist doch alles nicht wahr. Nicht wahr. Mein Bruder ist tot. Es ist Frieden. Er soll nicht kommen, ich will nicht. Wenn ich einen hätte, der mir denken hilft, der mir sagt, was das bedeutet. Wenn ich gehen könnte, wohin ich will, möchte ich hier bleiben. Martina konnte alles besorgen. Hier. Das Zeug ist da drin. Dankeschön. Sie sagt, es wird ganz schnell gehen. Ist eine hohe Dosis. Man kann es aber auch in sein Futter mischen, wenn ihm das lieber ist. Aber der frisst doch nicht mehr. Was hat deine Freundin gesagt? Naja, die kannst du verstehen. Die hat ja auch mal so einen Hund. Kaffee? Ja, bitte. Thomas, wenn du Soldat wärst. Aber Frau Jelinek, deswegen bringe ich Ihnen doch das Essen, weil ich niemals Soldat sein werde. Ja, das weiß ich doch. Aber jetzt stell dir vor, dass du damals Soldat gewesen wärst. Du hättest sein müssen, es war Krieg. Und du siehst, wie dein Hauptmann, es war in Frankreich, wie der Hauptmann, der deine Kompanie führt. Also, da war eine Absperrung. Und daneben war ein Schild, Durchgang verboten. Und da ist ein Kind, was so klein war, dass es noch nicht mal hat lesen können, durchgelaufen. Und da hat der Hauptmann seine Pistole gehoben und hat das Kind totgeschossen. Was hättest du getan? Das ist ja hier wie bei der Gewissensprüfung. Och, sag mir doch. Ja, ich glaube ja nicht, dass Sie das gegen mich verwenden werden, weil das durfte ich eigentlich nicht sagen, was ich jetzt sage. Denn das hieße, dass ich durchaus Waffengewalt ausüben könnte und würde, wie es dann in der Ablehnung stände. Aber wenn er das Kind abgeknallt hätte, ohne es zu warnen, ohne ihm zuzurufen, ey Kleines, komm, verschwinde, spiel woanders, hier ist Krieg. Wenn er es einfach abgeknallt hätte wie ein Karnickel, den hätte ich erschossen. Denn der wird sowas bestimmt wieder tun. Davon wäre das Kind nicht wieder lebendig geworden, das stimmt. Aber ich glaube, ich hätte diesen Hauptmann erschossen. Aber hätte ich damals Soldat sein müssen, dann wäre ich lieber ins Gefängnis gegangen. Obwohl, mal eben nur angenommen. Ich glaube, auch als Soldat hätte man eine Menge tun können. Jedenfalls mehr als im Gefängnis. Vielleicht hätte ich mich einer Widerstandsgruppe angeschlossen. Vielleicht waren in jeder Kompanie welche, die das nicht wollten, den Krieg und das Bombenwerfen und das Abknallen. Nur wussten sie nicht voneinander, weil sie Angst hatten. Die hätte ich mir dann zusammengesucht. Man hätte euch verraten. Möglich. Spitzel gibt's überall. Aber bis dahin hätten wir vielleicht einige Anschläge verüben können auf die Nazi-Größen, die zu fassen gewesen wären. Und dann hätten vielleicht immer weniger Angst gehabt und hätten sich uns angeschlossen.
Natürlich ist es gefährlicher, als immer nur mitzulaufen, das ist klar. Aber gestorben sind die meisten anderen auch. Hoffentlich musst du nie Soldat werden. Nee, will ich auch nicht. Lieber bei Ihnen sitzen und Kaffee trinken. Hab keine Angst. Ja, ich bin ja bei dir. Woher soll ich denn wissen, wann du so weit bist? Du sagst mir ja nichts. Am Dienstag kommt noch dieser Laub. Oma Jelinek, was ist denn hier los? Wie sehen Sie denn aus? Wieso steht das Fenster sperrangelweit auf? Es ist ja eiskalt hier. Kann man sich einen Tod holen oder was? So kenne ich Sie ja gar nicht. Haare nicht gekämmt, nicht angezogen. So was. Ich hätte Ihnen das nicht sagen sollen, das mit dem Hund. Aber was hätte ich denn sagen sollen? Ich kenne das ja. Mit mir ist auch manchmal absolut nichts los. Dann wache ich morgens auf, fühlt sich mein Kopf an wie ein Glockenturm, sonntags um 10. Aber damit muss dann Schluss sein. Sag ich zu mir, Hanne, guck dich mal an. Siehst aus wie die letzte Schlunze. Ja. Lass ich mir eine Badewanne einlaufen. Leg ich mir eine Schönheitsmaske aufs Gesicht. Press mir einen frischen Orangensaft aus, dann geht das wieder. Übrigens, ich gehe heute Abend aus mit diesem Anwalt. Ich glaube, das wird was Festes. Der hat richtig Stil, der Typ. Na, mal sehen. Da war ein Brunnen, der gab uns Wasser, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Da sprach der Brunnen,
Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. So einer war der Franz auch. Wie der Thomas. Nein, hat er gesagt. Das lasse ich jetzt nicht zu. Das will ich jetzt auch probieren. Der soll nicht kommen. Ich werde ihn anhören. Wird schlauer sein als der, den ich nicht kenne. Helf uns. Mit dem werden wir fertig. Was ist bloß mit Ihnen, Frau Jelinek? Sie sind ja ein richtiger Feger geworden. Ich wette, Chico geht's besser, stimmt's? Ordnung muss sein und Chico schläft. Wieso? Es war doch ordentlich. Ich bekomme morgen Besuch. Von einem Herrn. Ja, aber dann würde ich erst recht nicht putzen. Männer haben überhaupt keinen Blick für. Woher kennt ihr den? Ich kenne den nicht. Verstehe. Sie kennen ihn nicht und er kommt morgen zu Besuch. So ist es. Tust du mir einen Gefallen? Bringst du mir morgen Kuchen mit Mittag? Ich gebe dir Geld 4 Stück mit Sahne. 4 Stück mit Sahne für einen Unbekannten? Naja. Bringst du mir den Kuchen? Ja, sicher. Ich hab da noch Strümpfe von Franz. Die sind noch gut, nicht einmal gestopft. Selbstgestrickte Strümpfe, super. Finde ich klasse. Du sitzt wie angegossen. Dankeschön. Das freut mich. Trag Sie in Gesundheit. Ich muss los. Vergessen Sie Ihr Essen nicht. Das wäre nicht das Schlimmste, wenn ich einmal nicht essen täte. Hammer L. Ling I. Ling. N. Ling. Und das klebst du über meine Klingelschilder. Das passt. Und übermorgen ziehst du es wieder ab. Geht in Ordnung. Ich stelle keine Fragen. Und den Hund brauchst du heute nicht auszuführen. Du bist ein liebes Kind. Ich muss ihn in eine Falle locken. Als erstes frage ich ihn, wo er geboren ist. Wenn er sagt, in Grintal, dann weiß ich's genau. In Grintal gab's nicht 2 Jungs, die Franz Laub geheißen haben. Wo geboren? Meine Güte. Bin ja zu dumm. Wenn er das gesehen hätte. Ich muss ihn in Widersprüche verwickeln. Das mit dem Widerstand, das ist gut, was der Thomas gesagt hat. Den Dickmann, den wollten sie umbringen, weil er ein Schlechter war. Deswegen hat man den Franz in die SS geschleust. Er sollte den Anschlag vorbereiten. Dann ist das Kind erschossen worden. Von dem Herz. Ein paar Tage später ist der Franz gefallen. Und dann hat der Herz
denn das? Kann er doch noch nicht sein. So geht's ja noch nicht. Sagen Sie mal, Frau Jelinek, wie kommen Sie eigentlich dazu, mich derartig zu belügen? Seit Jahren kaufe ich für Sie ein. Schlepp Ihnen das Tier zum Doktor. Da könnte man doch erwarten, dass man gewisse Anrechte hat, oder? Ich habe Sie belogen? Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Sie wissen ganz genau, dass meine Freundin die Wohnung hier haben wollte. Aber ich ziehe doch nicht aus. Nein, gar nicht, was? Bloß hat der neue Mieter sein Klingelschild draußen schon angebracht. Also Frau Jelinek auf den Arm nehmen kann ich mich selber. Das Schild kommt morgen wieder weg. Ich krieg einen Herrenbesuch. Das ist so. Also, Sie sind mir vielleicht eine. Ich sag immer, je Oller, je Dollar. Nehmen Sie doch noch ein Stückchen. Es freut mich, dass Sie mich besuchen. Franz, sagen Sie mir die Wahrheit. Wer sind Sie? Sagen Sie mir die Wahrheit. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Na, wer sind Sie? Wer sind Sie? Fangen Sie jetzt an zu spinnen, Frau Jelinek? Nein, ich spinne noch nicht. Hast du Kuchen was Schönes gekauft? Keine Sorge. Männer kennen sich aus mit Kuchen. Gut, dass es dich gibt. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Oh, das wäre aber nicht nötig gewesen. Man weiß, was sich gehört. Bitte legen Sie auf. Bitte kommen Sie rein. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Der Kaffee ist schon fertig, ich bin gleich zurück. Na bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. Mach doch nichts. So. Na, das ist schön, dass wir jetzt hier so zusammen sitzen. Ne? Aber ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Warum denn? Na ja, ich habe noch nie einen Herrn eingeladen, das müssen Sie mir schon glauben. Ja. Aber wie gesagt, Ihr Foto hat mir so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, nur warum nicht? Nun nehmen Sie ein Stück Kuchen. Mögen Sie keinen Kuchen. Doch, doch, doch. Ah, das ist der Junge, der immer meinen Hund ausführt. Ja, mein Schicken. Mal schön Gassi gehen. Ja, schön Gassi gehen. So, grüß dich, Alter. Tag, Frau Jelinek. Das Hund da, das ist mein Ein und Alles. Na ja, Sie wissen, wenn man so alt ist, da hat man nicht mehr viele Freunde. Sie leben auch allein? Ja.
Ich habe mir nach dem Krieg ein Elektrofachgeschäft aufgebaut. Und das habe ich vor 2 Jahren verpachtet. Und Sie haben den Menüdienst. Sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Ja, das ist mal eine praktische Sache. Ich kann nämlich gar nicht kochen und so teuer ist es auch nicht. Das wird jeden Tag gebracht. Mhm. Das bringt immer ein junger Mann. Immer der gleiche? Leider nicht immer zur gleichen Zeit. Gibt man das Trinkgeld jede Woche oder so einmal zu Weihnachten? Das wüsste ich jetzt nicht. Na, ich koche ja selbst, nicht? Ich muss mich ja mit irgendwas beschäftigen. Und ich gehe gern einkaufen, so die Bewegung und die frische Luft. Das tut mir gut. Der Metzger zum Beispiel, da muss ich sogar mit dem Bus hinfahren. Weil der in der Nähe ist nicht gut. Das war ein Sporttaucher und der ist zu dem Rohr runtergetaucht. 5 Meter unter der Wasseroberfläche. Und da hat er dann die Probe entnommen. 5 Meter? Ja. Aber das ist doch gefährlich. Oh nein, nicht für einen, der das gelernt hat. Aber das Schlimme ist, dass das nicht von einer Behörde gemacht wird. Die haben doch keine Ahnung, was da in den Fluss gepumpt wird. So eine Riesenschlapperei. Na, da haben Sie recht, ja. Zum Wolle? Sagen Sie, ist das eine Kriegsverletzung? Ja. Kriegsverletzung? Ach, Sie meinen Granatsplitter oder sowas? Ja. Da habe ich mir was wegmachen lassen, gleich nach dem Krieg. Und die hatten da noch nicht so viel Übung daran. Ja, das stimmt. Heutzutage lassen sie sich die Nasen operieren und kein Mensch merkt was. Ja, ja. Waren Sie denn im Krieg? Ja, ich war Soldat. Erst an der Ostfront und am Ende des Kriegs dann in Frankreich. In Frankreich? Na, Sie Glücklicher. Ich liebe Frankreich. Diese wunderbare Landschaft. Und die Lieder, vor allem die Lieder. Möchten Sie eine Platte hören? Zur Erinnerung? Also. Französische Lieder haben wir damals nicht gesungen. Weiß Gott nicht. Aber jetzt, bitte, ganz gerne. So. Wo sind Sie denn geboren? In Grünthal, in Böhmen. In Böhmen? Bei Ihnen hört man das gar nicht. In Grüntal, bei Gablons. Ja, Kreis Gablons. Na, so ein Zufall. Ich stamme auch aus dieser Gegend. Franz Laub. Ich kannte einen Franz Laub. Ja, erinnern Sie sich nicht? Zatscheks Mühle, beim Tanz. Ich hatte so lange dürre Beine und so dicke Zöpfe, ich war nicht zu übersehen. Franz Laub. Sie hatten einen Fotoapparat, das weiß ich genau. Nein, nein, da müssen Sie mich mit jemand verwechseln. Ich kenne Zatscheks Mühle. Kenne ich nicht. Wie hat Ihre Verlobte geheißen? Sie waren verlobt, das weiß ich genau. Was wollen Sie von mir? Aber Franz, jetzt können Sie mir doch alles erzählen. Was soll ich Ihnen erzählen? Warum hat denn der Anschlag nicht geklappt? Was für ein Anschlag? Franz, erkennen Sie mich wirklich nicht wieder? Sie waren damals Soldat und wurden in die SS-Division Das Reich geschleust. Aber wir gehörten dem Widerstand Willingen an. Und Ihre Aufgabe war es, das Material gegen den Hauptmann Dickmann zu sammeln und den Anschlag auf ihn vorzubereiten. Dickmann wurde damals das Herz genannt. Er hat so ein auffälliges Feiermal unter dem linken Ohr gehabt. Und Sie waren Zeuge, wie Dickmann ein französisches Kind erschossen hat, das durch eine deutsche Absperrung gelaufen ist.
Was ist damals passiert, Franz Laub? Das ist schon mal eine interessante Geschichte. Aber jetzt werde ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen, Sie Widerstandskämpferin. Das war also Ihr Genosse, dieser Franz Laub, ja? Herzlichen Glückwunsch, ein schlauer, ein tapferer Genosse. Aber könnte es nicht sein, dass er Ihre Anweisungen falsch verstanden hat, dass er diesen Dickmann irgendwie verwechselt hat? Auf Dickmann ist nämlich nie ein Anschlag verübt worden. Das weiß ich zufällig genau. Was für ein Pech für den armen Franz Laub, dass dieser tapfere Kämpfer so unehrenhaft starb. Er wirkte so unauffällig. Ein weinerlicher Feigling, ein bemackelnder Langweiler. Kompliment. Da hatten Sie sich wirklich einen guten Kumpel ausgesucht. Aber Sie sollen die ganze Geschichte erfahren. Trinken Sie doch auch ein Schlückchen. Sind ja ganz blass geworden, wird Ihnen gut tun. Nun, um es kurz zu machen, ja, Dickmann hat das Kind erschossen. Es war nicht sein Problem, dass französische Mütter nicht auf ihre Belger aufpassen konnten und sie überall herumstreunen ließen. In einem Krieg, in dem Tausende von deutschen Soldaten fielen, starben eben auch ein paar französische Kinder. Franz Laub hat das gesehen, jawohl. Ich sehe ihn noch genau vor mir. Gezittert hat er, geheult. Was ist mit Ihnen, Laub? Habe ich ihn gefragt. Jämmerlich, wie er sagte. Nichts, Hauptscharführer. Wollte sich wegdrehen und gehen. Um zu kotzen wahrscheinlich. Hier geblieben! Da hat er genickt und seinen Posten bezogen. Dickmann ist tot. Eine deutsche Handgranate hat ihn zerfetzt. Ein bedauerlicher Unfall. Rangabzeichen und Erkennungsmarke. Das war alles, was von ihm noch zu identifizieren war. Für einen Hauptscharführer der SS, der den Ausgang des Krieges ahnte und der genau wusste, was dann auf ihn zukam, war der Tod die beste Lösung, wenn er an einem Leben in Freiheit hing. Franz Laub jedenfalls ging es gut. Er kehrte unverwundet aus dem Krieg zurück, machte eine Lehre als Elektriker, überstand die Überprüfungen durch die Alliierten, Fragebogen etc. Anstandslos machte einen Elektroladen auf und lebte sehr zufrieden. Vater und Mutter waren längst tot. Es hat ihn nie jemand vermisst. Und Sie? Sie haben ein Foto gesehen. In einer Menüdienstanzeige. Und nun glauben Sie, dass der Mann nicht der ist, der er ist. Wo sind denn Ihre Zeugen? Wo sind Sie denn, die Genossen aus der Widerstandsbewegung? Warum sitzen Sie nicht hier mit am Tisch? Bei Kaffee und Kuchen? Und Franz Laub soll zu Ihnen gehört haben? Das glaube ich Ihnen nicht. Der nicht. Ich nicht, um genau zu sein. Also, liebe Frau Hammerling, ich verstehe sehr gut, dass Sie sich langweilen, aber verschwenden Sie das bisschen armselige Fantasie, das Ihnen noch geblieben ist, nicht an diese Geschichte. Tanzen, Zatscheks Mühle, die Verlobte, die Widerstandsbewegung. Wie hieß diese Organisation? Machen Sie doch nicht lächerlicher, als Sie schon sind. Es hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Aber vielleicht versuchen Sie es mal mit einer Kontaktanzeige. Da haben Sie sicher mehr gewünscht.
jamais viendra le jour de nous aller. Vous aimerez toujours, jamais viendra le jour. Jetzt sag du mir, Franz. Was wollte dieser Mann von uns? Den wollen wir nicht mehr sehen. Nicht wahr? Aber das hast du gut gemacht. Mit dem Elektrogeschäft. Ja, alles ist jetzt elektrisch. Alles ist jetzt elektrisch. Aber warum lässt du dir dieses Essen kommen? Das brauchst du doch nicht mehr. Ich koche jetzt für uns beide. Das hast du doch immer gern gegessen. Martitschku, hast du gesagt, du kochst am besten auf der ganzen Welt. Das hast du doch gesagt. Weißt du noch? Er hat keiner Kaffee gegessen. Er hat keiner Kuchen gegessen. Er war keiner. Mein tapferer kleiner Hund. Jetzt hast du es doch noch allein geschafft. Der Franz wird dich begraben. Weißt du, Thomas, was ich jetzt gern hätte? Was denn? Ein Stück Kuchen. Oder zwei. Ein für dich und ein für mich. Gut, essen wir Kuchen. Bin gleich wieder da. Na, warte, ich geb dir Geld. Nee, 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 nee. Heute gebe ich eine aus. Verzeiht, Franz. Bist ein guter Junge.
Möchten Sie eine Zigarette? Ja. Ich hab den und den mit der Narbe, den hab ich umgebracht.